Ich mach zufällig zufällig, dass ich also nicht weiß, was ich bekomme. Und wir gucken mal, ob das funktioniert. Ich werde meinen Gegner trotzdem ein bisschen rushen am Anfang, aber wir werden den boomen lassen. Malia gegen Teutonen. Oh, gegen Teutonen brauchen wir auf jeden Fall Bogenschützen, oder? Oh, fuck. Teutonen, diese Deutschritter sind, glaube ich, die allerstärkste Nahkampfeinheit. Okay. Okay, auf geht's, Chat. Auf geht's. Boah, es nervt mich, dass ich mit den Pfeiltasten hier rumscrollen muss. Es nervt mich und nervt mich und nervt mich. So, schnell. Ich muss mal ganz schnell auch mein Holz finden hier. Jetzt habe ich gleich ein Problem, wenn ich jetzt mein Holz nicht finde. Bis zum übernächsten Dorfbewohner. Okay, hier ist schon mal ein Nashorn zum Verspeisen. Okay, da haben wir 6. Okay, hier ist mein Holz. Da ist Holzer. Obwohl, nee, warte. Quatsch. Er soll noch nicht so nah da dran, sonst. So, Senioro Holzer. Go, go, go. Der nächste ist schon mal direkt an. Nächste Holz. Empty the Church. So. Oh, hier können wir drin entdecken. Wo geht der jetzt hin? Was ist das nächste? Lass mal nochmal 3 hingehen. Ich müsste noch mehr. Boah, das ist so langsam, wenn man das mit der Maus außerhalb macht. Du gehst dahin. Im Delode Teller. So, komm, der nächste holt jetzt das Nashorn. Show me what you got. Ja, die Maus ist scheiße. Da muss ich immer außerhalb des Randes. Und wenn ich nach rechts gehe, geht meine Maus immer in den anderen Bildschirm rein. Und dadurch ist das auch langsam. Und wenn ich dann mal Linksklick mache, dann drücke ich auf den Chat. Ah! Jetzt hab ich's. Nein, 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 jetzt hab ich's vergessen beim Erklären. Fuck! Fuck! Jetzt stirbt mein Dorfbewohner. Oh, war das knapp. Damn, war das knapp. Oh. Jetzt hätte ich es beinahe verkackt, ne? Scheiße, Alter. Huiuiui. Konzentration, ey. Jetzt hätte ich es doch beinahe wirklich verkackt. Meine Güte. Da war aber close, close, close. Oh, scheiße, ich wurde gehaust. Ich habe mich gehaust. So, der kann man automatisch erkunden. Nein, ihr Idioten! Oh, ich hätte die einstellen sollen, dass sie nicht automatisch ans nächste gehen. Fuck. So, macht da mal einmal mit den nächsten. Baut mal Beeren hier. Wo ist denn mein nächster? Da. Okay, komm, du holst mal den Elefanten. Ey, ich weiß nicht. Schmeckt Elefant? Elefant klingt zäh. Aber ich habe ja auch sehr viele
sehr schwache Dorfbewohner. Da muss ich wirklich aufpassen. Nice, er ist einfach nur drumherum gelaufen. Perfekt. So, jetzt baust du mal hier die Mülle. Scheiße, Alter, mein TC war eine Zeit lang relativ idle. So, du gehst schon mal an Bären. Nice. Okay, du gehst auch an die Bären und jetzt gehe ich Richtung Feudal. So, Bro. Du gehst auch mal an die Bären. Ich glaube, da sind zu viele, nämlich für die Schafe. Komm hier, Bären. Ich glaube, sonst sind die sich nur im Weg. Oh mein Gott, was nehmen die denn für einen Weg? Logistika ist die aber nicht. Okay, ich muss einmal unbedingt zuallererst rausfinden, wo mein Gegner ist hier. Irgendwie hätte ich auch gedacht, hier sind mehr Tiere. Kommt mir so vor, als hätte ich so wenig Tiere hier. Oh, wartet. Yes! Ah! Ich habe so einen Speer. Nice. Fuck you. Okay, mal gucken, was ich für Einheiten überhaupt habe. Oh, das ist schon mal gut. Ich habe Arbalestenschützen. Das ist sehr gut gegen diese scheiß Teutonen. Ich weiß nur nicht, ob der seine Spezialeinheit überhaupt reinsendet, ne? Ansonsten, Kamelreiter ist gut gegen Kavallerie. Gut. Okay, also Kamelreiter, wenn der seine Kavallerie schickt, später. Und die Arbalesten gegen die Deutschritter. Wir haben Belagerungskanonen, die finde ich immer richtig nice. Und was sind meine Spezialeinheiten? Meine Spezialeinheiten sind die Gibettos. Achso, das sind diese weiblichen Einheiten, ne? Infanterie-Spezialeinheit der Malier mit Nahkampf mit Reichweite. Schnell, wirksam gegen Infanterieeinheiten. Okay, aber ich glaube, die sind da einfach immer noch stärker. Also ich glaube, die sind zu schwach gegen die Deutschritter. Aber wenn wir Arbalesten nehmen, dann machen wir die im Nahkampf fertig, weil die sind sehr langsam. Das ist deren Problem. Und wenn er mit Kavallerie kommt, dann machen wir die Kamelreiter. Also wir gehen gar nicht wirklich auf. Okay, ganz am Anfang werde ich wahrscheinlich Speerkämpfer oder Pikeniere brauchen. Aber schauen wir mal. Ich speichere mal eben ganz kurz. Wir nennen das mal Stream. So. Jetzt habe ich hier ein kleines Problem. Ich glaube, ich hau die einmal einfach alle an die Bären erstmal. Upgrades. Warte mal, einer von denen kann mal ein Haus hier bauen. Ich hoffe, die blockieren sich da nicht so krass, aber werden die wahrscheinlich. Komm, die lassen wir mal ein Feld hier bauen. So. Jetzt machen wir mal was. Okay, der Gegner kommt von da. Berbor. Du baust mal eine Schmiede. Einmal den Gegner bitte richtig erspähen. Danke. Schubkarre.
Na, wenn, na. Okay, der ist jetzt feudal, aber die sind immer richtig schnell Ritterzeit, nachdem die feudal waren. Richtig schnell. Wir bauen direkt nochmal einen Stall auch hier hin. Und dann auch, ich glaube mal, Gold. Wir müssen auch mal langsam auf Gold. Chica? Chica? Der Gegner kommt irgendwie am Anfang immer mit Kavallerie, wenn der in die Ritterzeit geht. Deswegen bin ich am Überlegen, ob ich schon mal Speerkämpfer bauen soll. Der macht das immer, den Scheiß. Immer. Haben wir die zwei Gebäude der Feudalzeit? Die haben wir. Geh nochmal auf Gold. Oh, ich habe sogar den ersten Goldabbau direkt von Anfang an erforscht. Das ist cool. So, wir brauchen nochmal welche, die auf Holz gehen. Jetzt wird es gleich hier ein bisschen heikel. Weil jetzt kommen die ganzen Felder. Das wird echt ein bisschen asozial jetzt gleich. Ich habe jetzt schon nicht mehr genug Holz. Scheiße, hier sind auch keine Tiere, die ich so jagen kann mit einer Mühle eben, ne? Fuck. Fakomio, Alter. Oh, das ist aber schlecht. Das ist wirklich schlecht. Das ist verdammt schlecht. Okay, das ist zwar super nicht effektiv, was ich hier mache. Aber ich habe gerade keine Ahnung, was ich sonst machen soll. Ich sollte hier eine Mühle hinbauen, dann wäre es vielleicht ein bisschen besser. Da müssen wir wenigstens nicht komplett so weit laufen. Aber es ist scheiße. Es ist richtig scheiße. So, was sieht's aus hier? Hier, das hier wird ein Stall. Nee, das wird eine Kaserne. Das hier wird ein Stall. Okay, der fängt schon an, einen Stall zu bauen. Ich baue mal meine ersten Speerkämpfer. Sonst gibt's, glaube ich, sonst gleich nachher aufs Maul. Ah, die hat nichts zu tun, sag das doch. Berbor. Ist das Spiel kompliziert? Nicht wirklich kompliziert. Kompliziert, würde ich sagen, ist das schwierige Wort. Es gibt natürlich so ein paar Strategien, die du beachten musst, wenn du online spielst oder wenn du gegen schwierigere Gegner kämpfst, gegen schwierigere Bots. Aber du kannst das halt alles lernen, ne? Das ist wirklich jetzt nicht unmöglich und, also ich würde sagen, probier's mal aus, weil das macht echt super, also das Spiel macht wirklich richtig, richtig Spaß. Ich kann nur empfehlen, dieses Spiel, ich find's geil. So, ich brauche unbedingt auch noch eine Schmiede. Nee, ich hab eine. Kommando zurück. Kommando zurück. Ich hab eine Schmiede. Kommando zurück. Hier zwischen. Wir müssen auf jeden Fall schon mal auf die Befiederung gehen und die Plattenpanzer. Infanterie und Kavallerie Angriff. Das will ich erstmal haben. Das baue ich auch direkt. So, wir müssen noch unsere Schießanlage bauen. Ey, Claude, moinsehen. Nee, das ist Age of Empires 2, die Definitive Edition. Die Definitive Edition ist richtig nice. Da gehen nämlich die Gebäude richtig schön kaputt. Okay, auf geht's Richtung Ritterzeit. Oh, was ist passiert? Wo habe ich hingeklickt? Auf geht's Richtung Ritterzeit, Boys. Belmaro.
Komm, ey. Panzerung will ich auf jeden Fall auch haben. Ich baue auch nochmal drei. Wir bauen auch nochmal drei, Mopeds. Okay. So, hier haben wir auch eine Mühle. Nicht genug Holz. Okay, wir packen mal nochmal eine zu Holz. Okay, pass auf. Ihr beiden sammelt einfach auch nochmal ihr Holz. So. Okay, wir entwickeln schon mal. Ich baue mir hier mal einen Wall. Hier kommt er wahrscheinlich aber auch noch durch, mein Gegner. Das ist das Problem. Aber egal, wir bauen schon mal ein bisschen was. Jetzt muss ich auch noch mal ein bisschen auf Stein gehen. Goldabbau. Ich mach bald Daisy Roleplay. Ich muss nur meinen Roleplay-Charakter fertig schreiben. Mir fällt keine Story ein und so. Okay, wir gehen schon mal auf Armbrustschützen. Und ich würde sagen, es wäre auch nicht verkehrt, auf Pikeniere zu gehen, weil der 100 Pro mit Rittern gleich kommt. Und wir brauchen dann auf jeden Fall auch Ballistik, also eine Uni. Ich gehe jetzt erstmal mit meinen Erweiterungen full on auf Bogenschützen. Ich habe vor ein paar Monaten noch einen DayZ-Part hochgeladen auf YouTube, aber ja, hatte jetzt nicht so viele Views. So, ich muss gleich auch nochmal die Doppelsäge. Wo sind die beiden? Da sind die beiden. Okay, ich brauche auf jeden Fall Ballistik nachher. Auf jeden Fall. Aber ich brauche auch Stein langsam mal. Ihr drei macht Stein. So, wir gucken mal, was hier hinten offen ist. Ich entwickle den Handkarren. So, ich glaube, hier baue ich einfach... ich habe kein Holz für Häuser. Scheiße. Okay, wir bauen hier einfach ohne Mauer hin. Ich wollte eigentlich Häuser bauen, aber... Whatever. Wir müssen so ein kleines bisschen absichern hier. Hätte ich gewusst, dass das hier zum Gegner geht, hätte ich wahrscheinlich diese Seite gar nicht angefangen abzuholzen. Muss ich ganz ehrlich sagen hier. Hallo. Hier ein bisschen effektiver, ja? Von der Seite hier bitte. Macht, sei bitte effektiver. Bimmel! Danke für 73 Monate. Vielen Dank für den Support, Mann. Danke dir. Boah, gibt's eigentlich einen Quicksave? Danke, Bimmel. Vielen Dank, Mann.
Dann wird 73 Monate Träumel sein. Alter, vielen, vielen Dank für die lange Zeit, ey. Vielen, vielen Dank. So. Die baut hier nochmal mit Häusern zu. Dann ist das auch wie so eine Art Schutz. Und wir brauchen 300 Holz für Ballistik. Und den Daumenring brauchen wir eigentlich auch. Io Palma. So, ich habe meinen Gegner jetzt nicht gerusht, ne? Also wir probieren, ob das auch so funktioniert. Ich glaube fast nicht. Ich glaube, den Gegner nicht zu rushen war unfassbar gefährlich. Okay, pass auf. Ich gönne mir auch mal ein paar Reliquien. Komm, wir lassen den Gegner mal nicht alle Reliquien sammeln hier. Lassen den mal nicht alle Reliquien sammeln. Ich brauche mal ein neues Holzfällerlager hier hin. So, einmal einen Mönchshausen. Scheiße, Alter. Die können ja bald durchlaufen. Das ist egal. Vielleicht ist das so eng, dass sie da nichts von haben. Oh. Weg mit dir. Hau ab. Überlebe. So. Ein Steintor. Okay, erstmal schnappst du dir die und gehst zurück. Boah, scheiße. An die komme ich nicht. Dann schnappst du dir die und gehst zurück. Scheiße! Oh, die hat den Löwen besiegt. Okay, krass, hätte ich nicht gedacht. Ich mache mal noch einen Mönch, der sich die hier schnappen soll. Nur die sind hier so nah beim Gegner, da stirbt der bestimmt. Okay, wir entwickeln einmal den Daumenring. Der ist ziemlich wichtig. Das ist übrigens nur sein neuer Speer, weil der hat ja seinen alten verloren. Der greift damit nicht an, der läuft hier nur doof rum damit. So, Daumenring ist fertig. Als nächstes will ich eigentlich auch Ballistik. Da hätte ich schon Bock drauf auf Ballistik. Okay, er probiert sich jetzt die Reliquie zu schnappen. Wahrscheinlich wird das nix. Hier nochmal Gold. Boah. Hier kommen die auf jeden Fall durch. Das ist eine richtige Scheiße hier. Warte mal. So. Ja, das ist ein Ritter, aber wir haben seinen Speer getötet, deswegen muss der jetzt den Ritter dafür benutzen. Aber das ist halt der Grund, warum dieser Ritter nicht angreift. Und halt nicht so schlimm ist jetzt. In dem Sinne. Ja, guck dir den an hier. Guck mal. Der will an mein Gold, die Sau. Gibt's ja nicht. Der will an mein Gold, die Sau. Okay.
Zeit für Ballistik. Ich muss mal langsam mehr Einheiten produzieren. Das Ding ist... Und mehr Gold sammeln. Ich habe sehr wenig Gold. Ich habe sehr, sehr, sehr wenig Gold. Ah, weil die sich hier abfacken. Hey. Ich glaub's ja wohl. Okay. Ach, krass. Ich habe ernsthaft geschafft, seine Reliquie zu klauen mit dem hier. Okay, wir probieren die andere auch zu klauen. Nee, ich habe nur eine Reliquie. Warum? Achso, hier nimmt er die zweite. Er hat... Was denn? Was ist mit der ersten Reliquie passiert? Hat der mir eine Reliquie geklaut? Die ich nehmen wollte? Wie habe ich denn erst eine? Sag mal, spinnt der? Hier auf den Berg drauf. Wir entwickeln zum Arbalesten weiter. Chemie brauchen wir auf jeden Fall später auch für unsere Belagerungskanonen. Ich glaube, ich hole mir mit ein paar Dorfbewohnern da hinten dieses Golddingen. Vielleicht habe ich Glück und der ist da noch nicht. Ey, Keep, danke dir für 34 Monate. Danke für den Support, Mann. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Ich dachte, ich hätte eine Reliquie geklaut, aber ich glaube, der hat mir eine geklaut, die ich vorher mit einem Mönch angedingst habe. Die Sau. Habe ich eigentlich noch mein Speer? Oder ist mein Speer mittlerweile tot? Ich glaube, der ist tot. So, ich muss mir eigentlich auch noch mal ein Dorfzentrum bauen. Hier ist gut. Am Gold. Und mein Dorfzentrum. So eine andere Reliquie sehe ich jetzt hier nicht. Chemie brauchen wir auf jeden Fall später auch, aber meine Einheiten kosten leider auch immer viel. Wir holen uns auch mal den schweren Kamelreiter. Holen uns nochmal Kamele. Holen uns die mehr HP. Infanterie bewegt sich schneller, holen wir uns gleich mal mit. Ne, warte mal, die beiden, lassen wir mal hier Gold abheben. Vielleicht haben wir Glück und der Gegner checkt das nicht und wir kommen an ein paar hundert Gold ran dadurch. Let's try. Let's just try. So, du hilfst mal da. Ey, Makakenprinz, moin, moin. Nee, 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 Gold, meine Freunde. Gold. Gold. Wir machen den befestigten Wall. Ich entwickle Chemie. Okay, sieht aus, als wenn wir da erstmal noch alleine
Which is nice. Aber lässt. Wenn man das Kett nimmt für Bogenschützen. Ja, und ich brauche auch noch die ganzen Erweiterungen für meine Kamelreiter, sonst sterben die auch, wenn die bessere Chancen haben gegen. Gegen Ritter, dann trotzdem an Ritter, was natürlich nicht gut ist, wie man sich vorstellen kann. Wir schicken einmal die hier hin. Die beiden lassen wir da mal in Ruhe Gold sammeln. Ich habe Angst, wenn ich da noch einen neuen hinschicke, dass der Gegner das bemerkt und die umbringt. Wir bauen auf jeden Fall auch noch ein paar Häuser. Nee, Häuser. Freunde, Häuser. Häuser. Es wird langsam Zeit. Okay, das hier ist schon mal eine kleine nette Truppe. Das Problem ist, die 13 Arbalesten werden wahrscheinlich nicht wirklich viel hinbekommen. Und ich muss mir auf jeden Fall... Machen wir mal so. Auf jeden Fall auch noch mehr Ställe und Dingens bauen, damit ich einfach generell mehr schneller bauen kann. Okay, ich habe jetzt immerhin 3 Reliquien. Also irgendwann wird sein Angriff kommen und ich glaube, der wird böse. Ich habe Angst, dass ich jetzt speichere und dann mich quasi so unvermeidbar damit... Oh. So einen schlechten Speicherstand gemacht habe und jetzt gleich angegriffen werde und dann halt einfach immer sterbe. So, der soll mal 3 davon bauen. Und hier können wir auch nochmal Ställe bauen. Ne, warte, du musst da gar nicht hin. Gönnt euch Gold! I want the gold. I want it. So, Kettenpanzer... Oh, er kommt. Sein erster Angriff. Please. Ich habe leider noch nicht meine Kettenpanzer entwickelt. Oh nice, die hauen erstmal ab hier, weil die diese Kamelreiter verfolgen. Ich hätte eine Burg bauen sollen. Fuck you, du scheiß Mönch! Boah, Alter, diese Kackmönche. Mach diese scheiß Mönche kaputt. Die nerven mich ja richtig.
Aber jetzt geht es hier leider so ein bisschen um die Wurst. Aber ich habe den ersten Angriff, wie es scheint, überstanden. Nein, da kommen wieder die anderen. Scheiße! Angriff! Okay, wir müssen hier einmal wieder zubauen. Scheiße, der baut immer mehr und immer mehr. Verpiss dich! Aber es sieht aus, als könnte ich mich ganz gut halten, ehrlich gesagt. Greift da an. Es sieht aus, als hätte ich den Angriff eigentlich ganz gut überstanden bisher. Zumindest bisher. Ja, sieht aus, als wäre der erste Angriff abgewehrt. Nice. So. So, ich glaube, der erste Angriff ist abgewehrt und wir haben einige Einheiten hier. Aber leider nur Kamelreiter. Wo? Ich will mal noch ein paar Aberlisten bauen. Aber der baut halt keine Deutschritter. Eigentlich sind meine Aberlisten ja, um die Deutschritter vor allem zu kontern. Aber wir können natürlich auch die... Wir können natürlich auch die Dingens kontern damit. Die Mönche. Ey, wow, der kommt mit Petardieren. Greift dir meine Kamelreiter an. Was ist denn mit dem los, Alter? Wir bauen hier oben mal eine Burg hin. Dann gewinnen wir hier so ein bisschen mehr Land. Let's go, let's go, let's go. Hier. Militärgebäude arbeiten schneller. Oh, scheiße. Die kommen hier unten irgendwo durch, die Penner. Ey, die suchen sich hier eine so eine verkackte Drecksspalte und kommen da durch. Ich glaub's ja wohl. Guck mal, meine Einheiten sind gut gegen Ritter, aber das Problem ist... Seine Ritter, der hat mittlerweile Paladine, die einfach so krasse Werte haben auch. Und seine verdreckten kleinen scheiß Trash-Units hier. Die sind auch unfassbar nervig. Mann, bitte lasst euch doch nicht immer von diesem Penner verzaubern hier. Leute! Wir haben langsam Zeit, dass wir hier zeigen, who's Boss. Komm, wir führen die zur Burg. Meine armen Kamelreiter hier nicht so durchgebuttert werden.
So sieht sie nämlich aus, Freund. So sieht sie nämlich aus. Okay, Chat, wir starten unseren ersten Angriff. Ich bin gespannt. Bin gespannt wie ein kleines Kind. Wir starten mal unseren ersten Angriff. Warte mal, was greift denn hier an? Ach, was ist denn hier los? Boah, ich brauche unten eine Burg. Ich sag's euch, das ist ja unfassbar nervig. Ich brauche unten mal eine Burg in der Ecke. Das ist ja richtig nervig hier. Alter, ich brauche mehr Stein. Stein, 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 Stein. Wo kann da noch Stein sein? Da. 5 Dorfbewohner ins Niemandsland für Stein. Keine Lust, das zu kaufen. So, ich baue hier meine Burg hin. Weil ihr mich da langsam echt nerven. Greift immer hier diese Schwachstelle an. Nice. Ich lasse sie mal hier 2 wachen. Okay, jetzt kommt der Angriff. Jetzt kommt mein Angriff. Und ich muss mir Einheiten bauen. Das auch noch. So, Kamelreiter. Aber lässt. So. Scheiße, Mann! Immer mit deinen verkackten Drecksmönchen! Ich hasse diese Mönche! Nervige Scheißdinger! Keiner mag Mönche! Okay, wir gehen nur hier mit rein, weil mich das sonst zu krass nervt. Guck dir das an. Denkt der. Wir müssen einmal richtig irgendwo reingehen und einmal seine ganzen verkackten Dorfbewohner töten. Ich höre schon wieder einen Mönch. Scheiße, Mann! Ihr Drecksmönche! Lasst euch nicht töten. Schön. Mach kaputt das Ding! Ja! Okay, die machen jetzt so ein bisschen mal Rambazamba hier. Ich lass sie da jetzt einfach mal. Weil ich sag mal so, ich komme jetzt gleich mit einer neuen Wummer hier an. Und mit Belagerungskanonen. Damit rechnet der nicht. Der baut gar keine Deutschritter, komischerweise. Aber das ist mir egal. Ich komme hier jetzt gleich mit Belagerungskanonen an, mein Freund. Warte mal, wo baue ich die? Chemie habe ich. Ah, in der Waffenschmiede. Okay, wir brauchen einmal eine Waffenschmiede.
Wo ist die Waffenschmiede? Da. So, Belagerungskanonen, auf geht's. Mach den Mönch kaputt, der Mönch. Wir machen sein Kloster kaputt. Meine Einheiten klauen hier hinten immer noch Gold. Das ist schön. Hier auch, hier Stein. Was ist das denn? Wie kommt der denn hier rein? Hey? Wie kommt der denn hier rein? Sag mal, spinne ich? So, ich mach mal Infanterie, bewegt sich schneller. Ich weiß nicht, ob das auch zu Dingens zählt. Kavallerie erhält plus 5 Angriffsstärke. Farimba. Oh, damn, Alter. Das wusste ich gar nicht, dass ich Farimba habe. Das kannte ich gar nicht. Oh, Chat, jetzt kommt Farimba. Ich sage euch, Chat, jetzt kommt Farimba. Ich wusste gar nicht, dass ich das habe. Kann ich gar nicht. So. Belagerungskanon. Auf geht's. Gucken, ob ich Widerstand gegen Mönche dingensen kann. Boah, das kostet 1000 Gold. Okay, ne, das mache ich nicht. Alter. 1000 Gold? Nee, Alter, das mache ich nicht. Diese Anti-Bekehrungen mit 1000 Gold. Sag mal, spinnen die? Okay, wir kommen mit 6 Belagerungskanonen hier mal gleich rein. Und dann wird er schon sehen, was der davon hat, ne? Nee, wartet. Quatsch, Chat. Nicht hier. Hier, baut mal hier. Ja, die Upgrades im Kloster, damit die nicht so schnell überlaufen. Aber es kostet 1000 Gold. Dann habe ich fast schon wieder kein Gold mehr. Ich brauche Gold. Meine Kamelreiter kosten alle Gold. Okay, er kommt jetzt gleich hier durch. Aber wir haben ja auch nicht geschlafen, ne? Wir haben ja auch nicht geschlafen. Wir machen den jetzt fertig, die Sau. Mönch! Greift an, Alter! Steht nicht so doof rum! So, meine Belagerungskanonen sind gleich ready. Dann geht's hier richtig wild zur Sache, sage ich euch. Dann geht's hier aber richtig wild zur Sache. Komm, ich baue hier auch nochmal eine Burg hin. Weil ich eh nicht weiß, was ich mit dem Stein machen soll. Einfach nur, damit er was hat, um sich drum zu... damit er sich um was kümmern muss. Schnell, da ist ein Mönch. Baller drauf. Mach den Mönch kaputt. Ey, wir machen hier auf jeden Fall auch nochmal Community Games, wenn ihr Bock habt, Chat, ey. So, irgendwie 2 gegen 2, 3 gegen 3 Community Games. Mal caste ich einfach nur eure Games. Mal spiele ich mit so gegen euch oder sowas. Das wäre doch richtig geil, ey. Wenn ihr Bock hättet. So. Auf geht's. Mach kaputt die Scheiße. Kamel only push nicht effektiv. Ach, der Typ hat so viel schon reingeballert hier. Oh! Nein!
Ich wollte doch noch mit meinen Kanonen ankommen. Oh. Ich wollte doch noch alles zerschießen. Wofür habe ich denn jetzt meine 6 Kanonen gebaut? Ja, auf jeden Fall gut.